Das ist wirklich kalt. Tiefe Temperaturen, also nicht nur in Kärnten, im ganzen Land. Und wie wir gerade gehört haben, in Kärnten meint die junge Dame von der Caritas, es wäre noch nicht viel los am Kältetelefon. Das wird sich bestimmt auch ändern. In anderen Teilen Österreichs hat sich das bereits geändert. Das Kältetelefon läuft heiß und das weiß auch der Geschäftsführer der Caritas Wien, Klaus Schwertner. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Da tut sich schon einiges. Immer mehr Menschen nutzen diese Hotlines, um aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die obdachlos sind und keinen Schlaf Platz haben. Also wir spüren sie alle, wenn man in der Früh rausgeht, vor die Türe tritt. Es ist bitterkalt geworden. Es hat heute auch in Wien geschneit, wie ich hergekommen bin. Und wir sehen schon auch, dass beim Kältetelefon jetzt, je kälter die Temperaturen werden, desto mehr Anrufe kommen rein. Wir hatten vorgestern Rekordtag in Wien, an einem Tag 120 Anrufe, wo uns Plätze gemeldet wurden. Und dieses Hinsehen, nicht wegsehen, ist jetzt gerade so wichtig, weil die Temperaturen für obdachlose Menschen einfach lebensgefährlich sind. Wir haben es gesehen, wie das dann abläuft. Das sind sogenannte Streetworker, die für Sie im Einsatz sind. Das heißt, die kriegen eine Information mit der idealen Genauigkeit eines Standorts und sagen, da ist jemand, der braucht Hilfe, und dann fahren die dorthin, und was passiert dann mit den Obdachlosen? Also was wichtig ist, wir funktionieren nicht wie die Rettung. Das heißt, wir kriegen nicht den Anruf und fahren sofort aus, aber wir geben jedem einzelnen Hinweis nach, bitten auch, wenn es um einen medizinischen Notfall sich handelt, unbedingt unter 144 die Rettung anzurufen. Und dann fährt unser Kältebus aus, der ist jeden Abend unterwegs auf Wiens Straßen. Wir haben momentan sogar aufgestockt, zwei Teams jetzt unterwegs, ein Team am Hauptbahnhof auch, das am Hauptbahnhof und rundherum unterwegs ist, schauen, dass wir Kontakt aufnehmen, dass wir Vertrauen aufbauen, Gespräche mal führen und schauen, was wird genau benötigt, warum ist der Mensch in diese Situation gekommen. Wir merken, dass gerade jetzt viele Menschen, die psychisch krank sind, noch draußen schlafen. Deshalb sind wir einmal pro Woche auch mit einem Psychiater draußen unterwegs und versuchen dann abzuklären, ist die Situation jetzt so lebensgefährlich, dass wir die Menschen durchaus auch dann mit Amtsarzt und Polizei mitnehmen müssen. Das funktioniert aber wirklich nur in Ausnahmefällen und dann, wenn akute Gefahr besteht. Ja. Sonst geht es darum, winterfeste Schlafsäcke zu verteilen, warme Kleidung, Winterschuhe. Wir haben Hauben mit, wir haben heuer auch neu Tee und warme Suppe mit. Viele Menschen trauen sich auch aufgrund der Corona-Situation momentan nicht so in die Quartiere. Wobei man da sagen muss, Stand heute ist die Situation nicht so etwa, wie es in Frankreich schon im Sommer war, so angespannt, was Corona anlangt. Wir haben natürlich auch einzelne Fälle unter obdachlosen Menschen, auch bei Mitarbeitern. Die Situation ist schon herausfordernd, muss man das heißt, ganz ehrlich sagen. Auch Corona kommt natürlich in diesen Kreisen an, ganz klar. Ja, Ansteckungen passieren. Können Sie auch aus dieser Corona-Krisenzeit heraus erkennen, dass mehr obdachlose Menschen und wohnungslose Menschen auf der Straße leben müssen? Wir sehen aktuell noch nicht, dass es mehr Obdachlose gibt. Laut Schätzungen unserer Streetwork-Teams gibt es aktuell einige hundert akut obdachlose Menschen, die auch bei diesen Temperaturen jetzt draußen schlafen. Aber wir sind sehr alarmiert, weil wir haben im Vorjahr einen massiven Anstieg der Menschen, die sich an die Caritas gewandt haben, erstmals an die 53 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich. Menschen, die wirklich am Telefon geweint haben, völlig verzweifelt waren, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können, weil sie sich die Heizkosten nicht mehr leisten können oder vor dem leeren Kühlschrank sitzen und nicht wissen, wie sie Lebensmittel einkaufen sollen. Rasche und unbürokratische Hilfe ist da ganz, ganz wichtig. Und die Sorge ist schon, dass das auch zu mehr Obdachlosigkeit führen könnte. Okay. Wir haben gestern auch berichtet, meine Kollegin Maria Theiner war im Sozialmarkt in Enns und da verzeichnet man österreichweit auch einen Zulauf von 20%, was die Abnehmer bzw. Kunden dort betrifft. Herr Schwertner, wie kann man jetzt helfen? Vielleicht wollen wir mal sagen, wir haben die Telefonnummern der Kältetelefone, die in ganz Österreich unterschiedlich sind, zusammengefasst. Jetzt hier in dieser Grafik, wenn Sie so schnell jetzt nicht mitschreiben können, Sie finden diese Nummern auch auf der Homepage der Caritas und auf unserer Homepage gutenmorgen.de. Das ist das eine. Wie können wir uns darüber hinaus engagieren? Was brauchen Sie jetzt, um Menschen helfen zu können? Also ich glaube, was ein wirklicher Appell ist, Corona betrifft uns alle und das ist für viele Menschen eine ganz schwierige Situation. Wir brauchen aber in dieser Zeit des Abstandhaltens einen wichtigen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Wir dürfen jetzt gerade auf die Ärmsten in der Gesellschaft nicht vergessen. Ganz konkret kann man mit einem Gruft-Winterpaket 50 Euro für einen winterfesten Schlafsack und eine warme Mahlzeit für einen obdachlosen Menschen helfen. Das geht auch online, ganz kontaktlos, kann gespendet werden. Und wir bitten wirklich hinzusehen, das Kältetelefon anzurufen, die Nummer
einfach am besten gleich ins Handy einzuspeichern, damit man, wenn man dann unterwegs ist, vielleicht mit dem Hund am Abend oder super, noch einen Spaziergang macht, unbedingt anzurufen. Das ist ein guter Tipp, den nehmen wir uns mit. Alles Gute für Sie und danke, dass Sie sich so für die, die es wirklich brauchen, einsetzen. Dankeschön. Dankeschön, Klaus Schwertner. Von der Caritas Wien, der Geschäftsführer. Lassen Sie uns über ein wichtiges Thema sprechen, auch im Zusammenhang mit Schnee und Kälte. Ja, der Winter hat uns fest im Griff im Land und das betrifft vor allem Menschen, die keine Wohnung haben bzw. obdachlos sind. Rund 23.000 Menschen in ganz Österreich leben in so einem Zustand und der Geschäftsführer der Caritas Wien, Klaus Schwertner, ist heute bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Und man kann, auch wenn es ein bisschen zynisch was klingt, sagen, die Kältetelefone, die laufen heiß im Moment, oder? Nein, es ist nicht zynisch, es ist Realität. Wir haben in den letzten Tagen ganz massive Steigerungen bei den Anrufen. Gott sei Dank ist die Bevölkerung aufmerksam, hat die Telefonnummer schon im Handy eingespeichert, ist unterwegs in die Arbeit oder am Abend mit dem Hund unterwegs. Und wir kriegen die Anrufe rein, wo sich obdachlose Menschen im öffentlichen Raum nach wie vor aufhalten. Mhm. Es schlafen auch bei dieser Kälte, es ist ja fast unvorstellbar, Menschen draußen, Wahnsinn, ja, weil sie akut obdachlos sind. Und was auch viele nicht wissen, das kann wirklich schneller gehen, als man glaubt, dass man obdachlos wird. Haben Sie da jetzt verstärkt oder steigende Zahlen auch in dieser Corona-Krise? Kann man das erkennen? Also wir sehen, dass die Anrufe beim Kältetelefon heuer zugenommen haben in Wien. 3.400 waren das bis heute. Und wir sehen auch, dass der Druck auf ganz viele Menschen steigt. Die 53 Sozialberatungsstellen der Caritas in ganz Österreich sind da wirklich sowas wie Seismographen für gesellschaftliche Entwicklungen. Wir haben Rekordarbeitslosigkeit. Wir sehen, wie schwierig die Situation für ganz viele Menschen gibt. Und die Hilfesuchenden, die sich erstmals an die Caritas wenden, die haben stark zugenommen. In der Steiermark plus 37%, in Wien plus 15% und in Teilen Niederösterreich sogar plus 41%. Und trotzdem ist die Hemmschwelle oft so groß. Man versteht, dass auch die Menschen genieren sich für ihre Situation, obwohl ihnen wirklich direkt bei ihnen geholfen werden kann. Jeder, der in Wien lebt, kennt eine Einrichtung natürlich zu 100% genau, nämlich die Gruft. Jetzt könnte man denken, okay, die Menschen wissen ja eh, wo sie hin müssen, aber oft ist es nicht so. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit diesen mobilen Teams unterwegs sind. Jeden Abend fahren Freiwillige aus mit den Suppenbussen, verteilen warme Suppe auf Wiens Straßen, sind auch im Gespräch, geben dann den Streetwork-Teams Hinweise. Mhm. Die Streetwork-Teams haben wir aufgestockt jetzt aufgrund der kalten Jahreszeit und aufgrund in den letzten Tagen auf der wirklich gefährlichen Temperaturen. Und man muss auch eins wissen, selbst wenn es einige Plusgrade noch hat, kann man, wenn man draußen schläft, erfrieren. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass die Bevölkerung wachsam ist. Das ist auch die Bitte, das Kältetelefon zu nutzen, in medizinischen Notfällen die Rettung anzurufen. Rasche, unbürokratische Hilfe ist jetzt ganz wichtig und da brauchen wir als Caritas auch gerade in diesem Corona-Winter eine Unterstützung. Wenn Sie helfen möchten, wir haben jetzt alle Telefonnummern für Sie in einer Grafik zusammengefasst, die sind österreichweit unterschiedlich. Wenn Sie jetzt so schnell nicht schreiben können, bitte schauen Sie auf unserer Homepage nach, gutenmorgen.orf.at, natürlich auch auf der Caritas Homepage, das ist caritas.at, da finden Sie diese Nummern. Wichtig ist, dass man sich eben meldet, aber in medizinischen Notfällen die Rettung kontaktiert. Kann man sonst etwas tun, Herr Schwertner? Ist es im Moment sinnvoll, Sachspenden zu geben, wie Schlafsäcke, warme Winter, der Stiefel oder sonstiges? Also bei Sachspenden aufgrund der Corona-Situation bitte immer auf unsere Homepage schauen bzw. auf unsere Facebook-Seite. Dort informieren wir, wenn wir gerade was dringend brauchen. Aber momentan raten wir eher davon ab, weil ja die Kontakte stark reduziert werden sollen. Es ist gerade von der Großbritannien-Mutation gesprochen worden, auch die sich wirklich sehr rasch ausbreiten dürfte, auch in Österreich. Mhm. Das heißt, hier ist es wichtig, Abstand zu halten, aber trotzdem zusammenzuhalten. Mit einem Gruft-Winterpaket, 50 Euro für einen winterfesten Schlafsack, eine warme Mahlzeit für einen obdachlosen Menschen, kann man ganz konkret helfen. Diese Hilfe kommt unmittelbar an. Wir waren gestern Abend wieder unterwegs, bis spät in die Nacht, haben auch Menschen wieder mit dem Kältebus in warme Notquartiere bringen können. Die Notquartiere sind in Wien aufgestockt worden, ganz massiv, über 800 zusätzliche Plätze stehen zur Verfügung. Und die gute Nachricht, momentan sind noch einige Dutzend freie Plätze da. Das ist wirklich eine gute Nachricht. Schön, dass Sie die heute bei uns verkünden. Danke für dieses schöne Gespräch. Dankeschön. Klaus Schwertner von der Caritas Wien.